Hallihallöch, liebe Leute. Wir haben ja im letzten Part den sechsten Orden bekommen. Ich bin stolz drauf. Fehlen uns also nur noch Pyro und der mysteriöse achte Trainer namens Giovanni. Weil so ziemlich jeder schon weiß, dass das Giovanni ist. Aber, was wollte ich sagen? Bevor wir weitergehen, werde ich jetzt, glaube ich, erstmal den ersten der drei legendären Vögel fangen. Und zwar Zapdos. Ich brauche jetzt irgendwen mit Zerschneiderlinie. Willst du vielleicht... Nee. Ich möchte die ganzen Attacken bitte behalten. Also werde ich jetzt wahrscheinlich wieder meinen Zerschneidersklaven, wer auch immer das nochmal war, mitnehmen. Die anderen beiden legendären Vögel fange ich mir dann aber später, weil ich glaube, Zapdos und Arctos sind die einzigen, die ich zurzeit bannen kann. Laber das eh noch nicht. Gut, wer nützt mir gegen Zapdos nicht viel? Du, Chrissy. Du nützt mir gegen Zapdos nicht viel. Du bist nämlich Wasser. Jetzt habe ich sie aber gegeben. Und Dickdorf war, glaube ich, mein Sklave. Mein liebster Zerschneidersklave, ohne den ich das Spiel nie hätte schaffen können. Das heißt, du bist ein guter Sklave, Dicta. Was mache ich eigentlich, wenn ich den in Pokéball hole? Hole ich dann irgendwie so den gesamten Boden? Hole ich auch das, was unterm Boden ist, dann mit in den Pokéball? Und wenn ich Dicta irgendwie aus dem Pokéball rauslasse, ist dann automatisch ein Loch im Boden? Hat der Dicta Pokéball so einen speziellen Laser, der sich dann gleich im Boden gräbt? Oder... Ach, egal. Theorien über Theorien. Zerschneide diesen Baum. Wie du noch nie zuvor einen Baum zerschnitten hast, Dicta. Okay. Übrigens, wie zerschneidet Dicta diesen Baum? Hat Dicta etwa Krallen? Dicta kann Kratzer und Schlitzer. Das heißt, ja, es hat Krallen. Da fuck. Na gut. Zapdos dürfte ja Level 50 sein. Das heißt, es wird noch ein bisschen spannender. Ich glaube, ich paralysiere es gleich am Anfang. Das heißt, Chrissy, du weißt, was du zu tun hast. Nicht Chrissy, sondern Jessie. Du weißt, was du zu tun hast. Denn ohne dich komme ich gegen Zapdos nicht an. Ohne Paralyse kriege ich das nicht gefangen. Habe ich überhaupt Pokebälle dabei? Nein. Wir sehen uns gleich nochmal hier. So, ich bin wieder da. Übrigens, wir brauchen Chrissy doch. Habe ich gerade gemerkt. Wir brauchen nämlich Surfer. Und ich habe 25 Hyperbälle, wofür ich insgesamt 30.000 irgendwas Pokedollar ausgegeben habe. Ich habe nicht mehr sonderlich viel Geld. 1728, um genau zu sein. Ja gut, ich hoffe mal, dass das jetzt mit Zapdos was wird. Ich benutze jetzt erstmal Topschutz jetzt. Das hat sich gereimt. Jedenfalls ein bisschen. Man kann eigentlich jetzt auf jetzt nicht reimen. Das kann man nicht reimen, denn nein. Nee, man kann im Wort nicht mit sich selbst reimen. Das macht man einfach nicht. Dir gehe ich jetzt gekonnt aus dem Wege, denn ich möchte gerade nicht kämpfen. So. Gegen die Pokémon hier möchte ich eigentlich auch nicht kämpfen. Ich nehme einfach nur die Items mit. Bunny findet Carbon. Oder Carbon. Was ja eigentlich so viel heißt wie Kohlenstoff. Oh, das ist, denke ich, ein Elektroball. Okay. Vor dem fliehe ich einfach. Oder ein Voltoball. Ich weiß sowieso nicht, was ich eigentlich die Pokémon... Hersteller gedacht haben mit den Namen Protein, Eisen, Calcium und vor allem Carbon. Oder halt Kohlenstoff, je nachdem. Weil man gibt einem Pokémon Kohlenstoff und es wird schneller. Man gibt einem Pokémon Proteine und es wird schneller. Man gibt einem Pokémon ein Stück Eisen, das nommt es einfach mal auf und es wird schneller. Oder Calcium. Oder was gibt's noch? Zink. Das macht einfach keinen Sinn. Aber naja, Pokémon. Pokémon. Es ist trotzdem ein schönes Spiel. Überall die Voltoball. Ich möchte nicht gegen euch kämpfen. Ich habe doch nicht umsonst einen Schutz. Elektroball. Oh Gott. Elektroball, du bist cool und auf dem gleichen Level wie Jessie. Das heißt, du könntest sogar gefährlich werden, aber nö, bist du doch nicht. Und hier... Hier ist doch was. Haha, ein Top-Elixier. Das werde ich auf jeden Fall dann erstmal in die Box hauen und für die Top 4 aufheben. Weil ich glaube, das Top-Elixier werde ich jetzt noch nicht gebrauchen. Und wenn ich es doch brauchen würde, ich möchte es trotzdem für die Top 4 aufheben, weil die wären hart. Die wären wirklich hart.
nicht so hot wie Sabrina wahrscheinlich, weil bei Arena-Leitern ist sowieso so, die haben halt immer ihre Spezialtaktik, aber wenn jedes Top-4-Mitglied und jedes Top-4-Mitglied Pokémon so stark wäre wie das im Sala, also vom taktischen her, dann wäre das echt schrecklich. Na gut, komm, Flucht. Ich probier's einfach weiter. Ich werde schon Items bekommen. Boah. Das waren jetzt fast alles nur Elektroball und Voltoball. Gefällt mir nicht. Ich will doch nur zu Zapdos, aber ich möchte halt die Items mitnehmen. Übrigens, vor Zapdos speichere ich wirklich. Weil wenn ich Zapdos einmal besiege, dann kann ich nicht einfach sagen, hey, ich gehe zurück zum Pokémon Center. Weil wenn ich Zapdos besiege, ist es besiegt und bleibt es besiegt. Ich hoffe, seid mir nicht böse, dass ich davor einfach einen Safe State mache, weil das ist die einfache Variante vom Speichern auf dem Emulator. Und ich scheiß jetzt einfach auf die Items. Scheiß doch drauf. Keiner braucht euch. Ich brauche doch eh keinen Donnerstein oder was hier sonst noch rumliegt. Also ich hoffe, ihr seid deswegen nicht böse. Speichern dauert einfach länger und ist viel komplizierter. Da sind Safe States viel einfacher. Hallo Zapdos, das den gleichen Sprite hat wie Taubsi. So, Safe State gemacht. Und ich würde sagen, Jessie ist vorne. Let's do this. Zapdos! Ich bin auf die Musik gespannt. Es ist hier normale Battle-Musik, okay. Ich finde den Schrei so toll. Zapdos hatte bis jetzt wirklich einen der coolsten Schreie. Zumindest für die erste Gen. Okay, Donnerwelle. Fangen wir damit an. Dann prügel ich einfach so lange auf Zapdos ein, bis es nur noch ein paar HP hat. Das wird schon klappen. Donner möchte ich nicht riskieren. Ich weiß ja nicht, wie viel Schaden er macht. Vor allem, wenn er einen Volltreffer macht. Ich gehe lieber kleine Schritte. Oh, ist das süß. Es kann Donnerschock. Ich würde ja gerne Zapdos benutzen, aber Zapdos ist nicht knuffig. Mal ganz davon abgesehen, dass es total lame wäre, sich noch ein Legi ins Team zu holen. Aber Mew wollte ich halt wirklich unbedingt, weil Mew ist mein zweitliebstes Pokémon von allen. Und ich liebe Mew so sehr und ehrlich, Mew rettet uns so oft den Arsch. Aber Zapdos wäre echt lame. In so einem No-Entwicklungen-Run, sage ich mal. Klar, es ist kein entwickeltes Pokémon, aber... Und naja, ich hab ja mich schon gesagt, das Ziel, dass mein Team möglichst knuffig sein soll. Und das ist es doch bis jetzt wirklich. So, noch ein Donnerblitz und dann kriegst du erstmal voll den fetten Hypertrank. Das könnte sogar reichen. Ich glaube, ich habe keine Attacke, mit der ich noch ein bisschen abziehen kann. Oh, ich hatte gerade Angst. Jo, Item, Hypertrank. Oder? Nö. Feuerwirbel möchte ich nicht riskieren. Biss von Chrissy auch nicht. Nee, ich glaube, ich lasse das so. Ich werde jetzt nur noch mal Lini reinschicken, damit Lini halt ganz oft Sandwirbel benutzt. Ich habe Lini weggelegt. Das war dumm. Weil Sandwirbel hätte es mir jetzt echt ein bisschen einfacher gemacht. Aber naja, komm, Hyperball. Ich werfe jetzt so lange Bälle auf dich, bis ich dich habe. Verfehlt? Okay. Ich habe das Pokémon verfehlt. Das hatte ich auch noch nie. Ich benutze Max. Max ist immun gegen Donnerschock und es hat so eine hohe Verteidigung, das hält's aus. Im Bohrschnabel, der ab und zu mal kommen wird. Gut, Hyperball. Du hast das... The fuck? Warum verfehle ich Zapdos? Ich verstehe es nicht. Nochmal. Du hast das Pokémon... The fuck? Was ist los? Ich versuch's nochmal. Es möchte einfach nicht in den Ball rein. Okay. Anscheinend konnte man damals das Pokémon verfehlen. Ich wechsle mal kurz zur Lyse. Vielleicht macht die Stärke eines Pokémon irgendwie was aus. Oder vielleicht liegt es ja daran, dass meine Pokémon noch unter dem Level von Zapdos sind. Aber irgendwie macht das keinen Sinn. Warum kann man mit einem Pokéball verfehlen? Ja, es verfehlt weiterhin. Gut, dann lade ich mal kurz den Safe State. Seid mir deswegen nicht böse. Aber wenn ich Zapdos besiege, kann ich es nicht mehr fangen. Okay. Ich kann anscheinend Pokémon mit meinen Pokébällen verfehlen. Dann werde ich das wohl doch nach der Pokémon-Liga machen. Das war seltsam. Das war echt seltsam. Ach, naja. Wartet mal. Alabastia. Ich möchte zurück nach Alabastia. Denn nur von dort aus kommt man zur Zinnoberinsel. Ich glaube, man könnte auch von Fuxania City aus zur Zinnoberinsel kommen. Aber dann muss ich erst durch die Seeschauminseln und das möchte ich nicht.
Gut, ich wechsle dann ganz einfach mein Team auf der Zinnoberinsel ein. Ich glaube, Lini bringt mir jetzt auf dem Meer eh nicht sonderlich viel. Das ist gerade echt schade. Ich wollte Zapdos fangen. Irgendwer, der sich damit auskennt, das müsst ihr mir mal erklären. Warum der Pokéball genau verfehlt und was ich machen kann, dass er nicht mehr verfehlt. Möchtest du wissen, ob die Fische beißen? Klar, warum nicht? Hast du Carpador? Ganz, ganz viele davon. Vielleicht hast du sogar einen Garados oder einen Carpador Level 60. Nein, du hast einen Golking. Okay, das lasse ich gelten, das ist ein Fisch. Das Level deiner Pokémon gefällt mir nicht. Die könnt doch schon ein paar Level mehr haben, dann kriege ich wenigstens XP. Weil vor Pyro möchte ich doch nochmal ein Training einlegen. Okay, Goldini. Okay, Donnerblitz. Ich kann das nicht mal ansatzweise so geil wie Suchomaru mit seinem Goldini. Aber naja, ich mag es irgendwie nicht in meinen Let's Plays über bekannte Let's Plays zu reden. Das kommt so like, oh, ich bin so klein oder gebt mir Aufmerksamkeit. So klingt das für mich irgendwie und das möchte ich nicht. Aus dem kennen die mich ja nicht mal, ne? Also mache ich jetzt weiter. Donner. Wow, das sieht creepy aus. Guckt euch den Sprite an, wenn der negativ ist. Das war äußerst creepy. Okay, weiter geht's. Und noch ein Golking. Okay, es gibt noch einen Donner, damit ihr nochmal den creepy Sprite sehen dürft. Ein Donner. Guckt euch das an, die Augen und der Mund. Oh Gott. Golking sieht ja so schon seltsam aus, aber negativ. Ja gut. Dich nehme ich auch mal mit, dich. Dich. Ich habe einen guten Fang gemacht. Möchtest du ihn sehen? Nö. Eigentlich ja nicht. Aber gut. Weil du es bist. Ach, du hast... Ja, oh Gott. Gott, was ist mit dem Carpador los? Das tut ihm ja richtig leid. Guckt euch mal den Sprite an. Ich meine, die Sprites sahen bis jetzt in der gelben Edition immer besser aus als in der roten und blauen. Und grünen vor allem. Wow. Das Carpador tut er mir richtig leid. Der Sprite ist echt nicht gelungen. Das möchte ich doch glatt mitnehmen und zu einem Garados machen. Einfach damit es nicht mehr so aussieht. Gib mir all deine Carpador. Trainiere sie einfach offscreen zu einem Garados. Außerdem, du hättest dich schon alle entwickeln lassen können. Die sind alle über Level 20. Ey, Angler, was hast du mit deinen Pokémon gemacht? Das ist ja schrecklich. Na gut. Ich werde sie einfach alle schnell von ihrem Leid erlösen. Was haben die sich eigentlich bei Game Freak gedacht? Wir brauchen noch irgendwelche Trainer. Wir haben schon so oft Tentara und Tentoxa und Golking und Goldini benutzt. Wir brauchen was Neues. Wie wär's mit 6 Carpadors? Die Idee ist perfekt. Ich verstehe echt nicht, was in deren Köpfen los war. Also 6-mal Carpador ist langweilig. In Heart Gold und Soul Silver gibt es ja einen Trainer mit einem Carpador mit 60 oder 70. Warum? Zumindest das letzte Pokémon hätte doch ein Garados sein können. Kommt! Oh. Ich benutze übrigens einfach Mega Heap, damit ich nicht so oft Donnerblitz benutzen muss wegen den AP. Weil Mega Heap reicht, auch wenn es halt keine Schwäche oder ein Stab hat. Mist, ein Carpador! Okay. Nee, warum fängst du eigentlich so viele Carpador, wenn du Carpador nicht magst? Du, lieber Trainer, bist ein Paradoxon. Du bist eines. Du denkst nicht nur in Paradoxons, du bist eines. Die See reinigt Körper und Seele. Ja, das tut sie. Das tut sie wirklich. Ich gucke ja auch in letzter Zeit One Piece. One Piece ist ein echt schöner Seemon. Das Pokémon sieht schön aus. Ja. One Piece ist ein echt schöner Anime. Ich meine, ich liebe zwar zum Beispiel Dragon Ball und Pokémon, aber One Piece hat halt Character Development, One Piece hat Story und One Piece ist auch mal wirklich spannend. Nicht wie Dragon Ball, das immer nur alles in die Länge zieht und Pokémon, das manchmal echt lächerlich ist. Ich finde One Piece echt ein sehr schöner Anime. Auch wenn er halt schon ein bisschen veraltet ist. Aber es kommen ja immer noch neue Folgen raus. Bye Tentoxa, bye bye. Der Sprite ist auch irgendwie cool, aber ich finde den ganz alten Tentoxa-Sprite viel cooler. Also den aus Rot und Blau. Also nicht den ganz, ganz alten Beta-Sprite, sondern den Rot und Blau-Sprite. Stört es dich, dass ich hier schwimme? Nein, eigentlich nicht. Du darfst machen, was du möchtest. Ich bin tolerant gegenüber allen Leuten. Fast allen. Außer es sind glatzköpfige Nazis.
Gott verdammt, du hast eine total schwere Eisenklopperrüstung und schwimmst hier im Meer. Das geht doch sonst nur in Skyrim. Was soll das? Nein, das ist falsch. Am besten hätte das jetzt noch ein Biker sein sollen. Wobei, ist das nicht ein Biker? Ich muss nochmal... Ach nein, das ist ein Glatzkopf, okay. Die Trainerklasse ist Glatzkopf. Wer kommt mal als nächstes? Nina nicht, Chrissy nicht, komm Lüse. Du prügelst. Sehr. Du prügelst. Du machst das. Komm. Fliegen. Ich benutze mal Fliegen. Das benutze ich so selten. Und Wickel geht daneben, zum Glück. Okay. Tentacha wurde besiegt. Und als nächstes ein Tentoxa. Ihr könnt ruhig mehr Tentoxa benutzen. Wenn ihr wirklich nur Tentoxa hättet, würde mich das gar nicht mal so stören, dass ihr immer das gleiche Pokémon habt. Weil A bekomme ich dann AP, nicht AP, XP. Und außerdem wird es dann ein bisschen spannender. Weil Tentoxa ist cool und stärker. Gut, die Trainerklasse ist Glatzkopf und er hat eine Peitsche und voll die schwere Eisenummantelung und... Ich hinterfrag's einfach nicht. Lüssel, du kommst jetzt übrigens mal nach vorne. Denn ich muss dich ja auch... Das war nicht gewollt. Ich muss dich ja auch trainieren, so stark du auch bist. Du musst trotzdem ein paar Level aufsteigen. Ja. Dich nehme ich mal nicht mit. Ich trainiere dann nämlich einfach off-camera. Ich schwimme jetzt einfach geradeaus. Und wenn mich noch ein Trainer entdeckt... Nee, tun sie nicht. Gut, und guckt euch diese Arena an. Sie ist verschlossen. Okay. Ach ja, dann gehe ich erstmal ins Pokémon Center, heile wieder meine ganzen Pokémon, damit die ihre HP zurückbekommen. Und dann hole ich mit dem Fragezeichenöffner. Den brauche ich nämlich, um die Arena zu öffnen. Und sobald die Aufnahme vorbei ist, werde ich erstmal ein bisschen trainieren. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen. Ich glaube auf Level 48. 48 klingt gut. Okay. Da wollte ich gerade nicht mehr ganz mitsummen. Ich glaube, da war meine Stimme schon ein bisschen mitgenommen. Komm jederzeit wieder vorbei. Werde ich tun, Schwester Bruder Joy. Werde ich tun. Vielleicht kann ich auch mal wieder Items weglegen. Hätte ich jetzt eigentlich gleich dran denken sollen. Ach ja. Der Schutz wirkt nicht mehr. Wobei, ich gehe eh nochmal ins Pokémon Center. Ich werde jetzt nicht die Items weglegen, weil das ist nervig. Das mache ich wahrscheinlich auch auf Kamera, wenn ich dran denke. Ich werde einfach mal wieder Dicta weglegen, weil Dicta brauche ich nicht mehr. Und du rennst mir einfach so in den Weg. Das macht man nicht. Das ist echt rude. Nee. Ach ja, Pokémon-Lagerungssystem und Dicta. Du darfst wieder ganz in Ruhe auf deiner Box im Boden liegen bleiben. Und Lini. Ich habe dich ja schon fast vermisst mit deinem Sandwirbel. Wir konnten Zapdos ja eh nicht fangen, aus irgendeinem Grund. Also nehme ich dich jetzt einfach wieder mit. So. Wir werden jetzt ganz, ganz viele Feuer- und Gift-Pokémon als Gegner haben. Das heißt, für die Feuer-Pokémon stelle ich Chrissy nach vorne und die Gift-Pokémon wird sie auch irgendwie niederkloppen können. Ich meine, warum nicht? Die werden schon nicht solche hohen Werte haben. Die Musik ist cool. Die Musik ist echt cool. Die ist so schön gruselig, so creepy und so mysteriös. Die gefällt mir. Hallo, Dieb. Wie geht es dir? Ich finde keinen Weg nach draußen. Der reizt Irrgarten. Dann verweise ich dich jetzt einfach nach draußen. Du bist voll der Chibi, weißt du das? Dieb möchte kämpfen. Glumanda! Oh, Glumanda, ich hob putzig. Glumanda! Surfer! Das ist jetzt böse, aber Glumanda! Du kriegst einen Surfer ins Gesicht. Irgendwie sage ich Glumanda am liebsten mit so einer etwas kindlichen Stimme. Weil Glumanda selbst hat ja auch immer so eine etwas kindliche Stimme gehabt. Aber Glutexo hat dann mehr so eine jugendliche Stimme, weil es ist ja eigentlich bei der Glumanda-Evolution eigentlich auch so, dass... die, sag ich mal, Kind, Jugend und Erwachsenenalter repräsentieren, ist eigentlich bei den meisten Entwicklungen so. Also, das denke ich ganz okay. Ne? Bunny besiegt Chibi-Dieb. Tschüss, Chibi-Dieb. Dein Kopf ist viel zu groß für deinen Körper. Wobei... Naja, der Körper sieht noch normal aus, aber der Dieb war echt ein Chibi. Ich gehe hier übrigens einfach durch. Ich werd nicht alles mitnehmen. Weil hier drin kann man sich echt eine ganze Weile aufhalten und
wenn mein Tuts irgendwann alle ist, wird's nervig. Schalter drücken, klar, why not? Wobei... ich glaube, ich gucke mich doch noch mal ein bisschen um. Ja, ich glaube, das tue ich. Hätte ich doch die Tür nur offen gelassen. Denn hier gibt's die Loks zu Mio. Und, ist zwar ein bisschen... Er braucht zwar ein bisschen Zeit, aber ich möchte die Loks nochmal lesen. weil ich habe die lange nicht gelesen. Ich habe die noch nie wirklich komplett durchgelesen. Ich glaube, das möchte ich jetzt einfach mal machen. Wenn es euch langweilt, ihr müsst ja nicht zuschauen. Dieser Ort hier ist riesig, ja, das ist ja definitiv und voll mit Schutt und Ache und so. Vor allem Schutt. Chibi-Dieb möchte kämpfen. Oh, der hat einen Bulnona. Bulnona ist so schön. Ich hätte auch gern eins. Irgendwann mal. Hydropumpe. Ach, zum Glück ging's daneben. Hydropumpe! Von einem kleinen Chiki wird Bulnona besiegt. Ah, trotzdem. Es hat einen schönen Ruf. Es sieht schön aus. Es ist einfach wunderschön, das Pokémon. Es hat ein tolles Design. Ach ja, und vor allem, guckt euch die Schwänze an. Die sind so flauschig. So like fluff. Und da möchte man sich einfach nur reinlegen. Okay, die Attacke ist sehr effektiv. Bunny besiegt Chibi. Fällt mir ein. Wann kommt Mary eigentlich das nächste Mal? Egal. Tagebuch, 6. Februar. Mew hat ein Junges geboren. Wir haben es Mewtwo genannt. Mewtwo. Ich mag die Theorie auch wirklich, dass Ditto eigentlich nur ein fehlgeschlagener Mew-Klon ist. Ich meine, es macht an sich eigentlich wirklich Sinn. Weil Ditto. Oder Ditto, oder Ditto. Ich weiß nicht, wie man es aussprechen soll. Ich denke mal Ditto. Es hat nämlich ein Doppel-T. Nein, den möchte ich übrigens noch nicht drücken. Übrigens, ich warte jetzt mal ganz kurz, bis mein Schutz ausgelaufen ist. Dann kann ich das gleich mal zeigen. Dann renne ich hier so lange durch die Gegend, bis ich ein Ditto finde. Ich kann eventuell schon mal weitergehen. weil Ditto gibt es nur an zwei Stellen zu finden. Einmal hier. Und hier wurde ja Mew geklont. Und dann noch im... wo gibt's das noch? In dieser Höhle. In dieser Höhle, wo Mewtwo ist. Gibt's halt nur an den beiden Stellen. Deswegen finde ich das halt auch so interessant. Dass quasi Ditto ein fehlgeschlagener Mew-Klon ist. Und die hüpfen jetzt halt einfach hier rum und vermehren sich. Und sie haben halt trotzdem die DNA aller Pokémon in sich. Deshalb können die sich ja auch verwandeln. Und Mew hat an sich auch die DNA aller Pokémon in sich und kann sich ebenfalls verwandeln. Ich mag das halt. Und sie haben immerhin genau die gleichen Verhältnisse von Werten. Sie haben genau die gleichen Basiswerte im Durchschnitt. Also im Sinne von Angriff, Verteidigung und so weiter sind alle gleich. Und ist halt bei Mew genauso wie bei Ditto. Und Ditto ist halt nur ein bisschen schwächer. Beide können sie Wandler. Sind so ziemlich die einzigen Pokémon, die Wandler können. Und sie haben das gleiche Gewicht und was gab's noch? Die gleiche Größe, glaube ich auch. Wenn es die Größe nicht war, auf jeden Fall das Gewicht. Deshalb finde ich das halt verdammt interessant. Sie haben die gleichen Farbpaletten, die gleichen Shiny-Farben. Das ist so eine der Theorien, die sind wirklich richtig logisch. Weil die meisten Pokémon-Theorien sind ein bisschen, ja, vage. Werden wahrscheinlich nicht stimmen. Aber die Theorie, die ist wirklich logisch. Ich glaube sogar, dass sich Game Freak das so gedacht hat. Die haben das wahrscheinlich nicht einfach mal so random gemacht. Ach ja, ich mache ja sowieso die ganzen Mew-Mythen. Ich war übrigens früher einer der Leute, die extra sich auf der MSN besiegen haben lassen, um den Truck mit Stärke zu verschieben. Ich hab's getan. Es hat mir nichts gebracht. Ach ja. Aber ich meine, es war schon toll damals. Da konnte man ja noch nicht alles im Internet nachgucken. Und da hat man halt einfach rumprobiert. Ja, wie geht denn das jetzt am besten? Und ich probier's einfach mal aus. Vielleicht klappt das so. Und da hat man sich so Stories und im Freundeskreis erzählt. Halt die Leute, die das Spiel auch gespielt haben. Und hey, das und das, das kannst du machen. Das funktioniert hundertprozentig. Und dabei war das halt nur ein Mythos, der nicht funktioniert hat. Und ich fand es halt wirklich toll damals. Naja, heutzutage weiß ich ja, wie man Mew fängt. Zumindest in der ersten Gen. In den anderen Gens braucht man immer ein spezielles Tiki. Da braucht man ein Tiki dafür. Braucht man ein spezielles Ticket dafür und muss man die sich entweder runterladen oder halt auf einer Pokémon-Com bekommen. Pokémon-Con, nicht Pokémon-Com. Ach, Wind, stellen wir mal nach vorne. Ich glaube, Nina, du darfst auch mal. und ich gehe erstmal hier nach hinten. Ich möchte die ganzen Logs lesen. Der Schutz wirkt nicht mehr. Ich möchte euch jetzt übrigens mal zeigen, dass es hier Dittos gibt. Wenn endlich mal ein Pokémon kommen würde. Geht doch.
wobei, ich bin mir gar nicht mal sicher, ob es in der gelben Tattoo gibt. Radikal scheint es ja schon mal zu geben. Aber, nee, vielleicht möchte ich euch das gar nicht zeigen, weil die ganzen Pokémon sind so ein hohes Level. Und da fällt mir das Fliehen ein bisschen schwer. Aber Superzahn. Superzahn ist eine schreckliche Attacke. Ich möchte einfach nur fliehen. Ich habe mich spontan dafür entschieden. Ich möchte euch Ditto doch nicht zeigen. Ihr müsst mir einfach glauben, dass es das hier gibt. Und wenn nicht, dann probiert es halt aus. Ja? Ihr macht das schon. Gut, wo sind denn jetzt eigentlich die nächsten Logs? Die sind doch bestimmt hier irgendwo in der Gegend. Die Musik ist cool. Die möchte ich am liebsten einfach mal in Ruhe hören. Ich habe vergessen, den Schutz zu nehmen. Slimer. Okay, das Slimer, das... Ah, nee, vor dem kann ich fliehen, das ist Level 32. Okay. Ich glaube, hier wird sich auch ganz nett trainieren können. Wenn ich halt nicht konstant von irgendwelchen viel zu starken Pokémon bombardiert werde. Item. Wo ist er? Hier ist der Topschutz. Ja, okay. Hallöchen, Wissenschaftler. Wer bist du? Hier hat niemand etwas zu suchen. Ja, was machst du dann hier? Warum wurdest du nicht unter den Trümmern begraben, wie alle anderen Wissenschaftler? Oder Forscher, je nachdem. Forscher ist halt kürzer als Wissenschaftler. Elektroball. Okay, Level 29. Das packt Nina. Flammenwurf. Ich sagte Flammenwurf. Okay. Ach, ne, komm. Ach, nö. Ich mag Lichtschild nicht, aber es halbiert halt nur den Schaden. Das heißt, Flammenwurf reicht noch. Weil wenn du die Hälfte von dem gerade noch weißen Balken, den ich so abgezogen habe, nimmst, dann reicht das auf jeden Fall. Also hat das auf jeden Fall gereicht, ne? Jo, und damit es schnell geht, Lüsel, du benutzt jetzt Psychokinese und da kann Smogmog nichts dagegen ausrichten. Ja, ist schon toll, so ein totales Über-Pokémon in seinem totalen Mini-Knuddel-Team zu haben. Es ist ein Knuddel-Team, ein kleines, knuffiges, putziges Team, das eigentlich niemandem so richtig was zuleide tun kann, wenn es nicht überlevelt ist oder Taktik benutzt. Aber Mew. Ach ja. Autsch. Money gewinnt Money. Money, Money, Money. Gimme all the money. Lots of it. Und ich finde Carbon. Okay. Ich gehe erstmal hier lang. Hier, ne? Hier. Es ist ein großer karierter Raum, der mir irgendwie Augenkrebs bereiten möchte. Tagebuch, 1. September. Mewtwo wird immer stärker. Mewtwo hat anscheinend alles zerstört. Wie im Anime. Bunny findet TM14. Das ist doch Blizzard, oder? Das ist Blizzard. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Blizzard ist. Ja, Blizzard. Bringe ich noch niemanden bei. Noch nicht. Aber wisst ihr was? Ich glaube, ich mache erstmal Schluss für diesen Part. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.